Muschelsuppenhausen begrüßen Sie Dave und Philipp. Jawoll. Ja, letzte Folge, Panik pur einfach nur. Ja, das war echt geil. Und ich hab's mir nochmal angeguckt, es waren zwei. Der hat mich eiskalt mit der Pumpgun erwischt und ich war weg. Krass. Eiskalt. Und jetzt bin ich, glaube ich, kurz vor Komi-Shovo gerade mal. Bin auf einen neuen Server gegangen jetzt auch, weil ich das war mir zu bunt und ich hatte keine Lust, wieder diesem Spieler zu begegnen. Wir sind jetzt und live. Und zwar heißt dieser gute Server Muschelsuppenhausen. Aus Muschelsuppenhausen senden wir jetzt hier. Ja, genau, aus Muschelsuppenhausen. Und ich bin jetzt hier gerade auf einem schönen Fabrikgelände. Vielleicht haben wir Glück und finden hier was. Wo bist du, Kamishoro? War das nicht diese kleine Stadt, wo wir ganz am Anfang, als wir DayZ zum ersten Mal hatten? Ich weiß nicht, ob ich da bin. Ich glaube, aber ich laufe in Richtung davon. Aber das ist schon diese Anfangsstadt. Ja, das ist eine kleine, das ist die Stadt vor Elektro. Auch. Ah, okay. Ja. Und wir verlieren gerade mega viel. Soll ich dann in Elektro auf dich warten oder entgegenkommen? Warte in Elektro, ey. Mega viel. Oder vielleicht wäre es wirklich besser, ich komme dir entgegen, dann kann ich dich wenigstens verteidigen. Ja. Mega viele Spieler verlieren ja gerade die Verbindung. Ich hab's gesehen. Also bei mir ist es noch 110 Sekunden, dass ich erstmal drauf kann. Das liegt daran, ich war schon auf Muschelsuppenhausen. Und ich hab direkt mal einen Feuerlöscher gefunden wieder. Gut. Also ich war schon auf Muschelsuppenhausen, aber da unten im Chat stand Spieler Dave verliert die Verbindung, bin ich erstmal rausgegangen. Aber wie es aussieht, hat er noch nicht die Verbindung verloren. Deswegen warten wir noch 100 Sekunden, bis ich da bin. Genau. Jo. Wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen? 3, ne? Kann man mit einem Schraubenschlüssel Dosen aufmachen? Kein Plan, probier's aus. Ich nehm den einfach mal mit. Oh, wenn nicht, dann kannst du ihn ja einfach wegschmeißen. Ja. Aber müsste eigentlich gehen. Ich hab immerhin schon mal was Kleines gefunden. Ja, und leider konnte ich jetzt den Dosenöffner nicht mitnehmen, wegen dem Scheiß-Server. Egal. Ach ja, wie oft ich in den letzten Folgen einfach nur abgekackt bin. Da bin ich so ein Profi drin. Ja, Alter, was war das für geile Folgen? Als erstes tötest du mich. Dann verbringe ich so ungefähr eine ganze Folge lang wieder zurückzulaufen. Dann töte ich dich. Dann ja, aber das habe ich ja nicht aufgenommen, wo du zurückgelaufen bist. Hm? Wo du zurückgelaufen bist, das habe ich ja nicht aufgenommen. Ja, stimmt. Okay, dann ist das so. Als erstes tötest du mich. Dann töte ich dich. Dann wirst du von einem anderen Spieler, von zwei anderen Spielern angegriffen und getötet. Jetzt bin ich eigentlich wieder dran. Hier fliegt eine Libelle rum. Knall sie ab! Kann ich doch nicht. Aber vielleicht hat das ja ein Zeichen, dass ich abgekackt bin. Ja, ich ja. Bin ja nicht abergläubig, aber okay. Vielleicht hat es das Zeichen, dass du einfach schlecht bist. Nee. In 10 Sekunden bin ich da. Kann ne? ich ja nicht so, wenn mich irgendjemand abknallt. Aber ich laufe aber auch ziemlich offensichtlich durch die Stadt teilweise. Ja, ich auch. Chill mich da am Brunnen, guck gar nicht hin, einfach hinsetzen, trinken. Durch Krankenhaus laufen, gar nicht gucken. Ja, deswegen meine ich ja, dass wir uns treffen müssen. Weil wenn wir zu zweit da sind, kann der eine den anderen mal decken. Okay, also ja, ab jetzt müssen wir mal vorsichtig durch die Gegend laufen. Wäre schön, wenn ich jetzt direkt mal einen Rucksack finden würde, so gleich zu Anfang. Damit ich mehr mitnehmen kann. Ich habe nämlich gerade mal vergammelte 4 Slots. Mal sehen. Oh, sind ja nicht gerade so viele Spieler hier. Auf dem Echt? Zer- ja, sind schon ein paar, aber... sind auch wenige. Deshalb meine ich, wir müssen jetzt vorsichtiger durch die Gegend laufen. Na gut, ich bin nur einmal bis jetzt in DayZ abgekratzt, also in der Aufnahme. Und zwar von dir. Oh, ich glaube, ich laufe jetzt gerade mal nach Scholitschny oder wie das heißt. Ich bin fast ganz am Anfang, Alter. Toll. Das dauert richtig lange. Also ich komme dir jetzt auf jeden Fall entgegen. Weil es ist wirklich besser, wenn wir uns dann entgegenkommen. Weil dann können wir vorsichtiger durch die Gegend laufen. Der eine deckt den anderen, während der irgendwas trinkt, zum Beispiel von dem Brunnen. Ja. Das ist einfach besser alles. I want to eat something. Ich laufe jetzt echt mal weit neben der Straße her, damit man mich einfach hier, während einer auf der Straße rumläuft, mich nicht so einfach sieht. Es dauert aber lange, bis wir uns finden. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade erstmal gleich in Solitschny oder wie das heißt. Ja, und ich. Bei mir dauert es auch noch etwas, bis ich. Oder ich laufe doch nach Kamishovo, ich weiß es nicht. Guck nach. Bei mir dauert. Ich habe gerade keine Lust nachzugucken. Ja, ich meine mit guck nach, du wirst es sehen, wenn du da bist. Ja. Ich glaube, ich laufe nach Solitschny oder so. Ja, und bei mir dauert.
Das, ich laufe in diese Stadt rein, wo du mir mal das Schade. Foto, wo du mir das Foto von geschickt hattest, weißt du noch? Ja, ja. Wo du meintest, am Arsch der Welt. Schade, ich gehe immer einen Hügel, sehe dann so ganz hinten so einen schwarzen Punkt, der sich irgendwie bewegt. Ich denke so, ihr voll anderer Spieler, perfekte Sniper-Position, zoom ran, Zombie. Tee. Ey, Scheide, das wäre so geil gewesen. Hast du gerade Scheide gesagt? Ich wollte Scheiße sagen, hab mich dann aber umentschieden. Und das hat sich dann daraus entwickelt. Junge, wie viele Zombies stehen denn da? Hier okay, steht einer. Ich bin jetzt schon mal in der ersten Stadt, in der ersten kleinen. Da gehe ich jetzt schon mal durch die Häuser. Weißt du, was das Gute an Zombies ist? Zum Beispiel sehe ich jetzt hier auf der Straße, wenn sich ein anderer Spieler nähert, muss der Zombie ganz hinten auf den zurennen. Ja. Deswegen kann ich dann gucken, ob ein anderer Spieler da ist. Ich immer, manchmal sind die Zombies solche Arschlöcher, die sehen dich auch schon von ganz weit hin. Ich weiß. Ach, hier liegt schon mal nichts drinne. So, ich nehme ja schon mal die Axt. Na, lauf. Ah, jetzt kommt der Zombie. Ah, da hinten stehen zwei weitere rum, also drei. Schick, schick. Oh, hallo. Die Türen offen, das ist natürlich mal wieder kein gutes Zeichen. Oh, wie geht's dir da? Tja, und das war's mit dem lieben Zombie. Oh Mann. Oh, scheiße, da kommt noch ein Zombie, genau dann, als ich zur Knarre wechsle. Nimm die Axt, nimm die Axt. Jetzt. Zoom! Tja, in die Brust rein. Junge. So, da kommen die nächsten zwei Zombies angelaufen. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Junge, die kommen hier wirklich wie die 10 kleinen Nägel lang, der Schlange lang, hintereinander. So, der erste, in den Koppes. So, der zweite. Oh, der rennt sogar noch ein bisschen, um schneller hier zu sein, um die Arbeit zu ersparen, zu kommen. Zack, in den Hals. Oh, hier ist einfach nichts. Hier sind Zombies. Erstmal wieder etwas abseits der Straße laufen. Die bunten Häuser machen wir immer Hoffnung, da gehe ich gerne rein. Ja, ja. Aber am besten immer noch diese großen Häuser. Toll, und das bunte Haus hat mich enttäuscht, leck mich doch. Sie haben bunte Häuser so an sich. Die können auch nichts außer bunt sein. Ja, ja. Und zwar bunt und vielleicht groß. Nur immer, wenn ich irgendwas Verdächtiges hinten am Horizont an der Straße sehe, zoome ich gleich ran und bleib stehen. Noch hier so ein buntes Haus, nochmal reingehen hier. Das Gute ist ja, ich sehe die Spieler auch wirklich schon dann, wenn die super weit weg sind. Und das heißt, die würden mich dann auch, falls sie mich überhaupt sehen, erst sehen, wenn ich super weit weg bin. Was bedeutet, dass wenn ich stehen bleibe, die mich vermutlich für einen Zombie halten. Nicht genug Zeit habe, um sie zu ziehen und abzudrücken. Ja, wenn du da schon stehst mit Knarre. Ja, aber komm, die müssen da erstmal reinzoomen und gucken, ob das ist das jetzt wirklich ein Zombie etc. Und bis dahin habe ich schon genug Zeit zum Zielen. Okay, also Solitschny oder wie auch immer die heißt. Bist du jetzt da? Nein. Also ich bin in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das Solitschny ist. Ich glaube nicht. Ein Medikit. Toll, da ist nichts drin. Außer, also was ist jetzt, was ist außer jetzt diese Water Pristine-Dinger. Was ist jetzt Solinchi? Ich weiß nicht, ich laufe jetzt nach Kamishobo jetzt, warte. Ja, ich laufe da jetzt hin. Oh, ich muss was trinken. Hier ist vielleicht noch, hier ist noch so ein kleines Haus, hier könnte was Mist, sein. Ich habe nur noch eine Pepsi dabei, wie können die so schnell leer gehen? Eine Pepsi. Ich höre einen Zombie. Erstmal die Axt in die Hand nehmen. Oh, guck mal, der rennt sogar hinter mir her, damit ich ihn noch kriege. Wie aufmerksam. Und weg. Mist, der hat mich einmal getroffen. Hier scheint nichts zu liegen. Scheiß Zombie. Nee, da liegt nichts. Hauptsache, der Zombie schlägt mich einmal also. Und ich fange mich an zu bluten. Jawohl, das liegt ganz sicher an meinen geilen Sachen hier. Junge, ich glaube alle meine. Warte, ich guck nochmal. Fast alle meine Anziehsachen, außer die Handschuhe, sind pristin. Echt? Ja, die Handschuhe sind. Aber ansonsten ist alles pristin, selbst der Motorradhelm.
Oder warte, und was mit der Sonnenbrille? Ah, nee, scheiße, die Sonnenbrille ist ruiniert. Die habe ich nur an, weil die geil aussieht. Hey. Da muss ich dann auch noch eine Pristine finden. Nee, hier ist nichts gewesen. Ich laufe nach Kamishobo. Okay. Und danach wieder nach Elektro. Mach, ich bin jetzt gleich in Elektro. Er stört schon wieder so pervers. Hey, jetzt gleich kannst du schon in Elektro alles holen und ich hab nichts. Ja, dann komm einfach schnell nach Elektro. Ich gehe ja nur in ein, zwei Häuser in Elektro und lauf dann weiter. Ich ja, wahrscheinlich genau in die, wo man mal was findet. Ah, Junge, nein, ich meine normale Häuser. Zum Beispiel ins Krankenhaus gehe ich jetzt nicht rein. Ich will nur gucken, ob ich da irgendwas zu trinken finde. Ich habe noch echt wenig. Hier liegen zwei Taschenlampen hintereinander auf dem Weg. Soll ich die Warte, ich stell mich mal so an die Küste hin und mach mal was. Soll ich die Säge wegschmeißen? Ja. Ich meine, für Handschellen habe ich ja Handschellenschlüssel, sogar pristine Handschellenschlüssel. Und dann nur die Säge, die ist aber one. Schön an die Küste. Schmeiß ich jetzt die Säge einfach weg. Sommer hier, Sommerurlaub an der Küste. Ui, ja. Ich geh schwimmen. Junge, wenn mich Junge, man kann hier schwimmen. Klar. Lol, kann schwimmen. Klar. Das wusste ich gar nicht. Ist ja nice. Die haben mal die Tankstelle, wo ich zum ersten Mal die Knarre gemacht. Weißt du noch, wo ich zum ersten Mal die Knarre ausprobiert habe? An der Tankstelle. Jawohl, dadurch, dass ich jetzt zur Küste gerannt bin, habe ich einen Namen für die Folge. Weißt du noch? Ja. Da bin ich jetzt gerade. Kannst du dir ein ungefähres Bild machen, wie weit ich noch weg bin? Und, Hier ist so ein Pier. Philipp? Ja? Okay, ich wollte nur gucken, ob du noch da bist. In 3 Kilometer bin ich in Kamishobo, okay. Ja. Mal gucken, hier kurz in die Häuser reingehen. Brauchst du nur was zu essen jetzt, oder? Du brauchst jetzt auch sicher was zu trinken wieder, ne? Ja. Fuck. Dann geh du in die Häuser und guck nach, ob du noch was zu essen und zu trinken findest. Ich lauf durch, ich zieh dich so dir durch. Ich mach das. Noch ein größeres Haus hier könnte ich. Boah, ich kann's nicht glauben, wie flüssig das Spiel in letzter Zeit verläuft. Mega. Was ist das? Ey, nur so eine Gaslampe. Ey. Wann sollen wir eigentlich Starbound zocken? Wie viel Uhr haben wir denn? Keine Ahnung, warte, ich guck mal. 7 Uhr. Ja, gleich. Okay. Ja, lass machen noch 1-2 Folgen. Ja. Okay, wie viele denn jetzt genau? 2? Mal gucken, sehen wir gleich. Einfach, wir machen einfach so. Vielleicht noch bis 8 Uhr oder so. Ja, okay. Hey, nice! Was? Hier liegt eine unverfaute Orange mitten auf dem Boden. Toll, die was? Ist aufgegessen. 0%. Fick dich doch, ey. Das erste Mal, du eine Saft... Orange findest, ist sie aufgegessen. Nein, ich habe schon mal eine gefunden. Ich bin jetzt in Elektro. Gut. Im Moment laufe ich gerade wieder zurück. Nee, Junge, ich backe die ganze Zeit wieder zurück. Also du bist jetzt in Elektro. Hallo. Toll. Hörst du mich nicht mehr? Nein. Warum hörst du mich nicht mehr? Warte mal. Hey, toll, das fängt an. Die Verbindung ist gut. Aber du hörst mich nicht, oder was? Ich höre dich voll scheiße gerade. Was ist mit deinem Mikro? Kein Plan, kann am Internet liegen, weil ich habe gerade Standbild bei Daisy. Ja, ich höre dich so voll komisch, als ob... Ja, du verlierst die Verbindung. Ich höre dich so, als ob du so... Keine Ahnung, eine Wolldecke vor dem Mund hättest. So voll komisch so. Okay. Ich brauche
probiere mal aus, indem ich beim Mikro wieder etwas fester reinstecke, aber... Die Folge ist jetzt aber auch zu Ende. Ich mach mein Mikro aus. So, meine lieben Freunde. Nächste Folge wird's hoffentlich besser. Bis dahin. Tschüss.